Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind gerade hier in diesem System gelandet, bauen da fix was ab. Die HMS-Staubsauger legt los und dann düsen wir weiter zum nächsten System. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass dieses Sonnensystem sehr viel mehr Rohstoffe hat als die vorherigen. Also das zweite Sonnensystem war irgendwie so piratenverseucht, da gab es irgendwie gar nichts außer Wracks und Piraten. Da gab es auch nichts zum Handeln. Und jetzt hier gibt's deutlich mehr. Ich meine, soll ich mich nicht beklagen, finde ich. Gut. Haben wir ausgelutscht. Auf zum nächsten System. Oh, da fliegen Piraten, aber nicht zu uns. Perfekt stationiert. Na komm. Kohlenstoff. 11 Stück. Ja, damit. So, während die das machen, hab ich mir noch mal ein Getränk. Muhaha. Dann geht's da weiter und dann geht's da hinten schon wieder raus. Das ist die Frage, ob wir uns halt jetzt wieder mit einem Piraten mal anlegen wollen. Weil in der Vergangenheit habe ich mich halt gerne mit Piraten angelegt, weil ich die Crew wollte. Wir haben jetzt eine so große Crew, dass ich eigentlich keine weitere Crew haben möchte. Ich möchte eigentlich ein weiteres Schiff haben. Und für ein weiteres Schiff müssen wir halt erstmal einen Wrack finden, das wir übernehmen können. Wir könnten natürlich auch den ganzen Weg zurückspringen, weil irgendwo in den Sonnensystemen vor uns, also hinter uns, durch die wir schon durchgefahren sind, haben wir mal so einen Wrack gesehen. Die Frage ist nur, finden wir das jemals wieder? Und wie viel Treibstoff würden wir dafür verschwenden? Das ist halt nicht gut. Und wir haben viel zu viel Masse. Bräuchten eigentlich einen neuen Antrieb? Wobei, können wir eigentlich hier hinsetzen, oder? Systeme, Antrieb. Dann bauen wir den doch. Wir haben jetzt ein Verhältnis von 7 zu 1. 7,4 zu 1. Das heißt, wir können 7,4 Sprünge machen mit dem Treibstoff, den wir haben. Jetzt haben wir immer noch 7,4. Das nicht aktualisiert. 7,1. Ist das hier überhaupt ein Hypersprung? Verbraucht das hier überhaupt Treibstoff? Ja, schon. Ja, ist ein Hypersprung. Zählt runter. Irritierend. Es ist alles ein bisschen komisch. So, wieder ein kaputtes Wrack. Ich weiß nicht, was Colleen gemacht hat, aber die ist ganz gut erschöpft. Ist vom Dienst jetzt mal ausgenommen. Und den Gold. Mit. Also edle Metalle, ist ja kein Gold. So, du dockst hier drüben an. Und ich frag mich, was der Unterschied ist zwischen Wracks, die ich übernehmen kann und Wracks, die ich nicht übernehmen kann. Also sind die so sehr beschädigt, dass da einfach Hopfen und Malz verloren ist? Aber wenn sie so sehr beschädigt sind, irgendeine Menge an Ressourcen muss ich doch reinstecken können, um die zu entschädigen. Warte mal, das Wort ist falsch. Um die zu reparieren. Medic Bay? Aber wirklich nur Medic? Datenlog. Bam, bam, bam. Keine Aliens bisher. Dann schauen wir uns mal den beschädigten Part hier hinten an. Ich glaube, die haben
bei der Schifferzeugung jetzt viel mehr darauf geachtet, unterschiedliche Böden zu verwenden. Was ich sehr, sehr cool finde, weil es gibt dem Ganzen sehr viel Stimmung. Oh, grünes Zeug. Also das Protokoll würde jetzt sagen... Ja, das Protokoll sagt... Zweites Shuttle. Die ist doof. Nein, nicht pausiert. Kizzy, Christi, Maler, Roderick, Direktbefehl, ab ins Shuttle. So, ihr seid hier erstmal so ein bisschen Sicherheit. Der springt gleich rüber, genau richtig. Tackelt einen weg. Aber ist dann auch tot. Ihr bleibt jetzt hier da stehen. Und wir warten hier auf das Shuttle. Bum, bum, bum. Ja, nee, ihr bleibt da stehen. Holt euch nochmal Sauerstoff? Ihr holt euch nochmal Sauerstoff. Sauerstoff entnehmen. Dann haben wir nämlich noch Sauerstoff drin. Während wir darauf warten, dass die zweite Schicht kommt. Und du dockst gleich hier oben an. Oh ja, da kommt jetzt ein Alien auch. Wie bitte was? Was ist hier passiert? Aufheben bitte. Aufheben bitte. Aufheben bitte. Und dann hier bitte in das Shuttle rein. Fahrzeug besteigen. Direktbefehl andocken. Hier dran annehmen. Ihr alle da rein. Okay, die erste Schicht geht raus. Die zweite Schicht dockt da an. Das war die absolut richtige Entscheidung, diesen Sauerstoff holen zu schicken. Ich hoffe, dass wir hier von dem Winkel ein bisschen reinschießen können. Schauen wir mal. So. Sehr gut. Alles weg damit. Ihr seid an Bord. Andocken hier drüben. Und ihr geht weiter vor. Nein, 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 nicht hier hin. Hä? Warum muss hier da außen rumlatschen? Okay, die Infestation wird weniger. Nein, nicht dahin schießen. Sowas gedacht. Okay, wie geht's dem zweiten Shuttle? Ihr dockt gerade an. Die ist schon raus. Okay, ihr geht auch raus. Du gehst aus dem Direktbefehl raus und die zweite Crew macht das hier fertig. Okay, irgendwo hier sind noch Aliens. Wir haben das Schiff so weit aufgedeckt, dass es passen müsste. Aber es passt nicht. Okay, ja, wir teilen uns ein bisschen auf. Ich meine, hier sind wir zuletzt abgedockt, von daher, wenn uns ein Alien hinterhergelaufen ist. Ah, da ist er.
Könntet ihr bitte mal treffen? Alter Falter, so. Das Schiff ist erforscht. Ihr könnt aus dem Direktbefehl rausgehen. Du kannst aus dem Direktbefehl rausgehen. Und wir können plündern. Hm, gibt's nicht viel zu holen, leider. Aber bestimmt noch eine Menge Energieschrott. So, wie viel Solar... wie viel Strommasten haben wir? 49. Und wir haben noch 26 Energium. Sehr geil. Bist du hier noch auf Direktbefehl oder so? Nee, bist du nicht. Ah, der hat noch auf den letzten gewartet, okay. Alter, also sie haben es echt hinbekommen, das richtig spannend zu gestalten. Mit den Kämpfen. Also nicht ultra random, also schon random, ja, eigentlich schon ziemlich random. Aber also die Piratenkämpfe sind ultra random, aber ich meine die Kämpfe jetzt hier gegen die Aliens. Wenn man da zu 8 reingeht, hat man schon echt gute Chancen. Oh, ein treffendes Schiff, Piraten. Nächste Runde. Okay, wir lassen jetzt hier noch ein bisschen rödeln. Und wir rotzen die einfach weg. Also der Gedanke ist, wir sind überlegen. Wir rotzen die einfach weg. Wenn wir sie zerstören, kämpfen wir nicht. Sondern warten, bis die verhungert sind, verdurstet sind, versauerstofft sind. Jetzt machen wir aber hier mal ganz kurz das Vorantreiben weg. Und gehen hier auf, roten Alarm. Und wenn ich dann hier drauf gehe, ja, sind bereits drin. Du stehst hier drüben. Das ist ein Standardbauschiff. Ja, hier, easy. Feuer frei. Oh, warte, da kommt ein Shuttle. Da kommt ein Shuttle. Guck mal. Hä? Wir haben Leute, die noch im Direktbefehl sind. Wo seid ihr denn? Ach, hier stehe ich noch rum. Okay, warte mal. Das ist super. Denn wir müssen schauen, wo das Shuttle hinfliegt. Okay, das Schiff ist erstmal zerstört. Wo will dieses Shuttle andocken? Will das hier drüben andocken? Dann ist mir das egal. Will das bei uns andocken? Wo ist denn Colleen? Colleen ist hier noch drin. Ihr beide seid Schild und Ding. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Also der rote Alarm muss weg. Genau, und dann kann nämlich... die gesamte Tagschicht. Du bist noch im Ding. Unter Direktbefehl gestellt werden. Und sich hier... an der Hangarschleuse treffen. So, du, Direktbefehl auch dahin. So, da fliegen sie. Da sind drei Leute drin. Leute, wir sehen sogar, wie warm die sind. Wie die heißen. Wenn die halt jetzt zu dritt schon hier sind, fände ich das ziemlich witzig. Weil dann sind hier vielleicht noch fünf Leute. Dann könnte man die doch vielleicht noch mal angreifen. So, kommt raus. Ergib dich. Okay, alle ergeben. Sehr gut. Sind sogar unbewaffnet. Sprechen mit. Besatzung gefangen nehmen. Das dauert alles zu lange. Tschüss. So. Die sind jetzt auf meinem Schiff. Sie sind gefangen genommen. Gehen die jetzt selbstständig hier zum Heilen? Hör auf mir zu folgen, Gefangenen hinrichten, Gefangenen freilassen, folge mir. Nee.
Okay, wir beobachten die mal ganz kurz. Ja, sie bewegen sich. Okay. Bam, bam. Was machen wir jetzt noch mit denen, die hier sind? Ich meine, die sie geschickt hatten, waren unbewaffnet. Okay, ich nehme die Nachtschicht. Ich warte noch ein bisschen, bis die Nachtschicht ausgeschlafen ist. Und wenn die durch ist mit Pennen. Was? Wo läufst du denn lang? Brauche ein Klinikbett. Ja, ist okay. Also erstmal hier alle abwerben. Wo gehst du hin? Bearbeiten. Zellenbereich festlegen. Alles nicht im Zellenbereich. Ah, warte mal. Ja, weil die hier. Warte mal. Einstellungen. Gefangene. 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 Gefangene, 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 Gefangene. Wo haben wir noch Medikbetten? Eins haben wir noch hier. Darf auch kein Gefangener hin. So passt das. Ja, der legt sich jetzt halt, genau, einmal kurz hin. Geht dann hoffentlich zum Richtigen. Okay, die Nachtschicht ist ausgeruht genug. Direktbefehl ab ins Shuttle. So. Dann docken wir hier mal an. Dann schauen wir mal, wie es denen geht. Also da ist einer. Okay, wir schießen da jetzt gerade gegen die Dinger. Also gehen wir ein paar Schritte vor. Und schießen dann. Ja, viel besser. Da drüben fliegen Kugeln. Der gibt auf. Da kommen nochmal zwei. Der gibt auf. Hä, was? Der hat aufgegeben und schießt aber trotzdem weiter. Zwei haben sich jetzt ergeben. Gut. Das heißt, Silur, Xenia, Elise und Elfried. Direktbefehl ab ins zweite Shuttle. Und ihr. Geht euch dabei mal ein bisschen zurück. Der hat sich gerade Sauerstoff von uns geklaut, was ich aber okay finde. Ihr lauft gerade noch rüber. Ich hatte fünf gesagt, gell? Einer liegt jetzt hier. Vier sind hier. Also wenn das alle sind, war meine Schätzung ziemlich gut. So, andocken. Du dockst dann direkt hier an. Warte mal, wenn wir jetzt hier kurz die Tür aufmachen, schießen wir zwei gegen einen. Und wieder einen rausgenommen. Dann müsste der letzte hier irgendwo rumlaufen, da läuft er. So, er kommt jetzt gerade, machen die Tür auf. Geil, wir haben sie. Lol. Okay, warte mal. Ihr geht. Du bist super low, Christi. Du gehst bitte sofort hier in das Fahrzeug. Christi, du bist auch super low. Du gehst bitte hier in das Fahrzeug. Und die zweite Schicht kümmert sich dann um den Abtransport sozusagen. So, ihr dockt instant hier an.
Ah, warte mal. Ihr seid unter Direktbefehl, bitte sehr. Rechnen mit. Bitte akzeptiert eine Waffenruhe. Sie bieten an. Nehmen Sie alle gefangen und lasst Ihr Herrenlos zurück. Abschieden. So, jetzt sind sie mich alle gefangen. Dann sage ich hier, folge mir. Und geh schon mal dahin. Du sagst, folge mir. Und gehst schon mal dahin. Oh, folge ihm zu zweit sogar. Dann laden wir die vier aus, laden die vier ein. Machen sozusagen einen Wechsel. So, du da. Rein. Das reserviert zwei Slots, hoffe ich. Du da. Rein. Und wie sieht es hier drüben aus? Da müssen wir auf das Shuttle warten. Drei. Vier. Andocken. Vier. So, und dann geht ihr raus. Und erforscht mal das Schiff weiter. So, dann mal die beiden. Du machst mal hier folge mir. Und folge mir. Das passt. Ihr beiden lauft nochmal darüber. Ihr beiden lauft hierhin. So, und jetzt müssten wir doch hier langsamer andocken, damit unsere beiden Kranken rauskommen und du wieder hier drüben andocken kannst. So, die beiden, die krank sind. Ihr seid nicht mehr unter Direktbefehl, hoffe ich. Ihr seid noch unter Direktbefehl, seid ihr jetzt nicht mehr? Ihr seid doch noch mal unter Direktbefehl, und zwar du gehst dahin. Und du gehst hierhin. Ich hoffe, das klappt. So, das Schiff hier ist erforscht. Das heißt, wir können den Transfer anlegen. Alles rüber. So, das leere Shuttle fliegt darüber. Das ist die erste Ladung Gefangenen. Die müssen wir nicht wieder zurückschicken. Wir schicken das Shuttle leer wieder hin. So, passt. Andocken. Hier drüben. Nur damit wir halt den Andock-Slot haben. Ihr geht raus. Ihr habt keinen Direktbefehl mehr und könnt euch sozusagen heilen. Die Leute hier, er hier. Geht da jetzt hin, passt, lässt sich heilen. Er sitzt da unten, lässt sich heilen. Eventuell sollten wir die Krankenbetten echt eher in die Nähe der Dinge setzen. Chris hier ist schon echt low. So, hier kommt jetzt das nächste Shuttle an. Oh, Adora ist zusammengebrochen, wie es aussieht. Okay, dann hast du hier. Warte mal. Lass mal abwarten, wie das hier läuft. Warum liegt die da? Das ist so irritierend. Und da ist so. Ah, da ist das Shuttle. Lol. Okay, warte mal. Ihr geht erstmal hier rein. Können wir die aufheben irgendwie? Ich glaube, Adora ist. Oh. Okay, dann haben wir einen verloren. Können wir hier wieder andocken?
Das ist ein irritierender Bug. Ah ja, jetzt ist er tot. Okay. Ja, das ist, weil vermutlich hier das Shuttle einfach da drunter ist und... Okay, dann geht ihr bitte hier rein. Ja, euch mal oder Direktbefehl weg oder Direktbefehl weg. Dann haben wir den Part schon wieder mal automatisiert. So, Christi ist immer noch in einem sehr kritischen Zustand. Gesundheit 3, gravierende Gesundheitsprobleme. Ich brauche dringend Hilfe. Ja, dann, was hast du hier? Trägt zur Anlage. Fleisch. Falsche Anlage. Das wäre halt echt schade, wenn jetzt Christy, unsere Heldin, wirklich beim allerersten Kampfeinsatz, also nicht beim allerersten Kampfeinsatz, beim ersten Kampfeinsatz gegen Piraten stirbt. So. Habe ich jetzt noch irgendwelche Leute unter Direktbefehl? Nein. Das Schiff sind auch nicht mehr unter Direktbefehl. Chrissy hatte gerade Schaden bekommen, ist jetzt wieder bei 3. Aber auf einer Wunde verheilt. Da wird. Sie ist auf 7 hoch. Sie ist auf 10 hoch. Besorgniserregende Gesundheitsprobleme. Es wird besser. Kisi geht's auch. Kisi blutet auch noch. Starkes Unbehagen, aber Gesundheit 30. Das ist schon okay. Im Vergleich zu Kisi. 14. Also es wird besser. So. Eintreffen das Schiff, nächste Runde. Das heißt, wir müssen hier den Transfer, das Bergen vorantreiben. Sonst klauen die uns das. Und das will ich nicht. Okay, wie sieht's aus mit unseren medizinischen Vorräten? Wir haben 12 Infusionen, easy peasy. Und ich sehe keinerlei Medkits. Die werden doch bestimmt hier irgendwo hergestellt. Da. Sanitätsartikel. Kleiner 5 wird zu kleiner 20. Ja, easy. Nächste Runde kommt ein neues Schiff. Hier haben wir schon ein Schiff. Mit denen handeln wir mal. Was habt ihr denn so, was ich möchte? Ihr habt Kohle und ihr habt Rohstoffe. Ich will einfach nur eure Credits. Das passt so. Ihr nehmt ja alles auseinander. Sehr schön, ihr Shuttle ist nicht angedockt. Das ist jetzt übrigens Handelsföderation und das nächste sind Zivilisten. Mich würde mal interessieren, ob wir mit denen inzwischen... Okay, da ist ein neues Schiff angetroffen. Die haben einfach nur einen Scanner und ein Schild. Okay, die haben nichts. Ob wir mit denen inzwischen irgendwie... oh, die sind happy. Okay, mal verhandeln. Genehmigung, Einblick zu gewähren. Wir lehnen ab. Schiff zu betreten. Wir gestatten euch, unser Schiff zu betreten. Sehr cool. Verabschieden. Dann haben wir mit euch Grüßen. Oh, wir haben Stromausfälle. What the fuck? Oh, puh. Verrichtungen. Logistik, Energiestäbe. Zuweisen. Wer macht das? Du machst das jetzt. Annehmen. Logistik.
Energiestäbe, das macht jetzt Ashwin. Annehmen. So, verhandeln. Neutral minus 30. Kleines Geschenk ist halt 5 Hyperdash auf 8000 Creds. Lol, für plus 4 bei minus 30. Lass uns Handel treiben. Ihr seid pleite. Aber wir wollen euer Wasser. Und dafür geben wir euch 2 Pistolen. Das ist so falsch. So, jetzt hat er hier wenigstens kurz seinen Energiestab drin. Okay, Druckschleuse blockiert, Logistik und Botanik ist vernachlässigt. Aber hey, wenigstens ist unsere Botanik nicht implodiert, weil wir gerade Stromausfälle hatten. Wenn nämlich die Heizung ausfällt, ist das immer ein Riesenproblem. Aber wie viele Gefangene haben wir eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir haben nur 4 Betten. Und das Klinikbett, also ist jetzt nicht ganz so schlimm, aber ihr kriegt noch ein Bett. Ihr kriegt noch ein Bett. Und ich sehe gerade, der Kampf hat wieder vollkommene Overtime gezogen. Was okay ist. Achso, ist doch okay. Ja, packen wir dich dahin. Packen wir noch am Bett hin. Und dann sagen wir dem hier, der ist wird abgeworben. Du wirst abgeworben. Du wirst abgeworben. Du wirst abgeworben. Sophie wird eh schon abgeworben und Hannah wird abgeworben. Sehr gut. Okay, dann war's das mit meiner Aufnahmesession für heute. Mal schauen, ob ich die Woche noch eine hinkriege. Ich hoffe es mal. Und Kizzy ist noch am Leben. Christy geht es richtig gut inzwischen. Ich hätte da einen unheimlich guten Cliffhanger produzieren können, aber ich habe es nicht getan. Profi-YouTuber. Also ich bedanke mich bei euch. Ich wünsche euch viel Spaß. Habt eine schöne Zeit. Und genießt euer Leben. Ciao.